Wir stehen im Museum im Lagerhaus in der Ausstellung Durch die Linse, Fotografien aus dem Psychiatriealltag. Es handelt sich hier um Schwarz-Weiß-Fotografien von Willy Keller, Maler und Fotograf, gegenüber Roland Schneider, ein ausgebildeter Industriefotograf. Willy Keller ist ein ausgebildeter Psychiatriepfleger, hat dort ganz intime Einblicke und Beziehungen zu den Patienten. Und Roland Schneider als Industriefotograf ist aber in der Situation selbst als Patient in der psychiatrischen Klinik. Und so gibt es bei ihm auch tatsächlich die Situation, wenn er Fotografien, Porträts macht von Patientinnen und Patienten, dass er eigentlich darin auch immer sich selbst und seine Situation als Patient reflektiert. Normalerweise sind psychiatrische Kliniken in Anführungszeichen Unorte, die wir gar nicht besuchen, die wir auch gar nicht ohne Grund besuchen können. Und jetzt zeigen uns Roland Schneider und Willy Keller auf einmal ganz intime Einblicke, eine direkte Begegnung mit Patientinnen und Patienten in verrückten Lebenssituationen. Das ist etwas, was wir sonst nie sehen können. Und ich glaube, es wäre heute überhaupt nicht mehr möglich, solch eine direkte Fotografie im Klinikalltag vorzunehmen, wie Roland Schneider und Willy Keller es damals machen konnten. Ich kam 1963 in die psychiatrische Klinik und machte da eine Lehre als Pfleger und arbeitete bis 1972. Das sind Fotografien, die ich gemacht habe im Auftrag der Klinik. Und hier im Hintergrund sieht man direkt eine Hofszene, also wie die Leute im Hof spazieren und auch hier wieder zurückgehen. Sie spielen Federball oder laufen je nachdem nach der Jahreszeit einfach auch herum. Als ich den Auftrag bekam, bin ich dann nur noch mit der Kamera an die Arbeit gegangen und habe einfach dokumentiert fortwährend so den Alltag. Spannend ist sowohl in der Fotografie bei beiden die künstlerische Perspektive. Man sieht auch, wie Roland Schneider sich sein Zimmer künstlerisch gestaltet hat. Und so wollten wir einen Link zur heutigen Zeit machen und geben jetzt dem Living Museum parallel dazu Raum hier im Museum im Lagerhaus, die eben auch an die psychiatrische Klinik Wiel angeschlossen sind und hier im Museum im Lagerhaus ihr Atelier bei uns eingerichtet haben. Und das Tolle bei so einem Atelier des Living Museum ist, dass tatsächlich permanent Künstlerinnen und Künstler hier vor Ort sind, hier arbeiten, hier gestalten, ihre Werke schaffen, mit uns zum Gespräch zur Verfügung stehen und das Publikum kann mit ihnen Kontakt treten und auch sehen, wie sie über die Zeit der Ausstellung ihre Präsentation verändern.